à Loïc Léninsk Metterlinge. Indice Folger Kuden Viren, aux Eurodentlich Bruselige Toilette. Uden Rest des Schwimmenden Schwarzmarkt. Vielspass. Das war Französisch. So, und ich glaube, Nott ist bestimmt super beeindruckt, wenn ich ins Badezimmer hier gehe, oder? Entschuldigung? Hm? Du schon wieder. Ach, ich würde wirklich gerne bei euch mitmachen. Mach dich nicht lächerlich. Was könntest du uns schon anbieten? Ich bin wohlverwegen genug. Bist du nicht? Was soll ich noch gleich tun, um meine genuge Verwegenheit zu beweisen? Die Katze von der Donna rasieren? Nein, 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 nein. Ich sagte, du sollst nicht die Katze. Das wäre extrem gefährlich. Und dumm. Haha, gefährlich ist mein zweiter Vorname. Und dumm mein, Versuch nicht, mich aufzuhalten. Ich werde schon bald... Verzieh dich. Okay. Ich komme auf... Was auch immer. Ist es hier drin gerade kälter geworden? Alles okay bei dir, Junge? Ich war schon auf schlimmeren Kneipentoiletten. Es ist nur, ich habe diese Laute gehört und... Sagen wir einfach, das Klopapier könnte weicher sein. Du musst von mir nicht den starken Mann spielen, Junge. Ich war auch schon auf dieser Toilette und kenne das Klopapier. Ich teile deinen Schmerz. Hier steckt übrigens noch ein Stück unter deinem Fuß. Du solltest das entfernen, bevor es noch jemand sieht. Sie würden es nicht verstehen. Hey, bin ich jetzt nicht verwegen genug, um in deinen Club zu kommen? Entschuldigung? Hm? Du schon wieder. Ach, ich würde wirklich... Mach was können. Ich bin wohl verwegen ja, genug. Ja, bist du nicht. Sehen auf der Toilette. Oh. Was soll ich? Die Katze von... Nein, 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 nein. Das wäre ex... Und dumm. Na gut. Ich werde schon... Okay. Verzieh dich. Alles klar. Ich komme auf die... Was auch. Ja. Ja, ich kann hier nämlich irgendwie bestimmt dieses Krabbenlied anmachen. Ich hoffe, die haben da auch noch was Brauchbares drin. Der Ausgang. Kann man hier wieder raus, oder? Ich glaube, ich kann hier nie wieder raus. Ach doch, da. Da geht's raus. Oh, Sole mio. Ja, gut. Was haben wir denn hier alles? Okay, also, ich muss mir jetzt Turnierfinger besorgen. Wie kriege ich bloß Turnierfinger? Ein Notenständer? Oh oh, das verheißt nichts Gutes. Huhu, Prego? Du bist doch so eine Art Experte für Romantik, oder? Oh, amore, sì, sì. Was willst du wissen, eh? Ich kenne da diese schüchterne, leicht naive Frau. Du musst nichts reden weiter. Du bist verliebt in eine kleine Bambina Timida. Dann musst du machen, sie impressionant. Bambinas Timidas suchen Aventuras con Wurmos. Kriminale. Du meinst, sie steht auf Schurken? Sie. Ich kenne da diese sportliche, temperamentvolle Frau.
Du musst nicht reden weiter. Du bist verliebt in eine kleine Signora con Temperamente. Dann musst du ihr zeigen, dass du bist eine Spavaldo, eine Draufgänger. Du musst sein wie die Stachel von Insetto. Du musst sie anstacheln. Ich kenne da diese elegante, hochklassige Frau. Allererster Stall. Du musst nichts reden weiter. Du bist verliebt in eine Donna Aristokratica. Dann musst du sein Cavaliero Romantico. Musst du machen uno appuntamento. Eine romantische Abend. Musst du fahren mit ihr in die Gondola Romantica. Con canzone mio. La la la. La la lu. Okay. Stopp, stopp. Hm? Ich finde was anderes. Ha, Idioto. Ich brauche keine Tipps. Du mich auch. Was sind das für Noten? Ah, la musica si fa volare. Er ist eine Canzone, molto romantica. La 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 la. Canzone. Prego. Kannst du nicht mal was anderes spielen? Oh, con piacere. Ma sfortunamente, aber leider, leider. Ich habe nur uno singolo spartito. Nur das eine Notenblatt. Comprende? Nicht alles. Aber egal. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Musst du wirklich andauernd singend durch die Kanäle rudern? Cantare, ma sì. Ich muss machen, um zu verscheuchen die, wie sagt man? Langeweile. Ratten. Ja, das macht mehr Sinn. Coole Gondel. Sì, sì. Ist Gabriel molto comfortable con tutto extra speciale. Mit allen Extras? Was für Extras? Airbag. Ich will dich ja nicht beunruhigen, aber der Organon plant, Deponia zu sprengen. Oh, no apprensione. Keine Sorge. Mit einer fröhlichen Canzone auf die Lippen, alles wird werden wieder Bene. Gar nichts wird Bene. Der ganze Planet wird in die Luft fliegen. Dann, ich werde singen. Fin allora. La 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 la. Au Backe. Hoffentlich kommen die langsam in die Hufe mit ihrer Sprengung. Arrivederci. Hä? Was für ein Ding? Ach, nichts. So, wir gehen da nochmal kurz rein und dann, Das Paarungslied der Schrottkrabbe. Schnappen wir uns das. Klappt bestimmt jetzt nicht. Hey, Finger weg! Ach ja? Was willst du machen? Mit dem Fuß aufstampfen und mein erstgeborenes Kind stehlen? An deiner Stelle würde ich mein Maul nicht so aufreißen. Ich bin in der richtigen Höhe, um dein erstgeborenes Kind pränatal abzutreiben. Ich muss mal weiter. Ich bekomme Nackenschmerzen, wenn ich zu lange nach unten gucke. Kann ich das vielleicht austauschen? Ich bleibe lieber bei meinem alten Jingle. Na gut. Oh, sole mio. Na gut, das Ei kann ich nicht nehmen, weil das schon mal niemandes Hintern war. Generator, weiß noch nicht, warum ich den ausschalten soll. Da bin ich noch nie gegangen. Welcher Amateur hat die denn montiert? Die müsste dringend mal neu ausgerichtet werden. Welcher Amateur hat die denn montiert? Die müsste dringend mal neu ausgerichtet werden. Und der bricht sie ab. Das war so klar. Upsi, warum passiert mir das eigentlich immer bei Antennen? Tja, heißt auch nicht. Das muss eine dieser echten Turnierhände für Profi-Schnick-Schnack-Schnuck sein. Ich muss unbedingt an Bord dieses Tauchboots gelangen. Aber wie? Go, go! Muffis Gummiarm! Tja, also sonst klappt das immer. Ach, da kommt man doch nicht. Ja, ich stehe doch da. Hey, du! Was schleichst du hier rum? Meinst du etwa mich? Natürlich meine ich dich. Oder hast du noch einen unsichtbaren Kumpel dabei? Ha!
Wenn ich einen Kumpel dabei hätte, wäre der bestimmt nicht halb so unsichtbar wie ich. Denn ich bewege mich unauffällig wie ein Ninja. Hi-ya! Von wegen. Bei deinem Getrampel würde ich dich selbst dann noch bemerken, wenn du durch den goldenen Drachen der Unsichtbarkeit aus Gilligans Gadget Shop getarnt wärst. Ha, was ein echter Ninja ist, der braucht doch keine Gadgets. Ich kann mich jederzeit mittels meiner geheimen Stealth-Kräfte in Luft auflösen. Dann tu das bitte. Ich will dich hier nicht mehr sehen. Verstanden? Okay. Ich fühle mich irgendwie beobachtet. Ach nee, wenn jemand zuguckt, kann ich nicht. Kann ich hier denn irgendwas machen? Schon? Ich glaube nicht. Ich könnte mal abspeichern. So. Ich erkunde erst noch alles, wo noch Fragezeichen dran sind. Ach du Kacke, ey. Aber wie? Boah, das ist echt eine Riesen-Map. Aha, okay. Na super, jetzt ist das Rohr zu. Aber gebracht hat es mir gar nichts. Ich lasse es wohl lieber erstmal auf und behalte das für den Fall der Fälle im Hinterkopf. Damit lässt sich das Rohr verschließen. Im Augenblick ist es auf. Hallo, Test, Test. Achtung, Achtung, eine wichtige Aussage. Ein Komet nähert sich dem schwimmenden Schwarzmarkt. Ich wiederhole, ein Komet nähert sich dem schwimmenden Schwarzmarkt. Um eine Panik zu vermeiden, sollten Sie den Freitod als Option in Betracht ziehen. Wer auch immer dieses Rohr designt hat, hat eine erfrischende Respektlosigkeit gegenüber jedem Sinn für Effektivität an den Tag gelegt. Also eventuell könnte ich durch dieses Rohr diesen lustigen Krabben-Song singen. Vielleicht wäre das sinnvoll. Ich fasse es nicht. Es ist mir egal, ob ihr die neuen Nachbarn seid. Da könnte Stefano Stiletti persönlich mit einem Kuchen vor der Tür stehen. Ich würde ihm trotzdem mit der Nagelpistole... Was zum... Wer bist du denn? Kennst du Captain Bozo? Captain? Ist man jetzt schon Captain, wenn man einen rostigen Müllkutter über Wasser halten kann? Der einzige Captain, den ich kenne, ist Captain Seagull oben in Bellevue. Aber im Vergleich zu dem affektierten Idioten ist mir Bozo allemal lieber. Also kennst du ihn? Ich trage gerade seine Unterwäsche, wenn du es genau wissen willst. Das war direkt. Ich hätte gerne ein Messer. In den Bauch oder ins Auge? Kannst du beides haben. Was hast du denn so im Angebot? Im Moment hauptsächlich Stich- und Schnittwunden für Nerven der Hausierer. Holla, die Waldfee. Findest du es klug, so mit potenziellen Kunden umzuspringen? Du willst ein potenzieller Kunde sein? So wie du rumläufst? Sei froh, dass ich dich noch nicht erschossen habe. Mit Betonung auf noch. Okay. Ich glaube, ich habe mich verlaufen. Das glaube ich allerdings auch. Aber ich habe eine gute Nachricht. Oft wird dir das nicht mehr passieren. Weil ich den Weg dann kenne, nicht wahr? Eher, weil dir dann die körperlichen Voraussetzungen fürs Laufen fehlen werden. Du erinnerst mich irgendwie an meine Freundin. Zumindest an ein bestimmtes Drittel von ihr. Ist sie so fett? Ich meinte eher ihren temperamentvollen Teil. Fett und zickig also. Nett. Ich gehe dann mal wieder. Wehe, du gehst mir noch mal auf die Nerven. Okay, das hat irgendwie erstaunlich wenig gebracht, dieses Gespräch. Okay, da kann man nichts mehr machen. Aber gut, wo komme ich hierher? Ach, daher komme ich jetzt. Aha. Puh. Brauche ich den? Laut Lieferschein ist da ein Ersatz-Airbag für Kanalgondeln in der Kiste. Ich
bisschen flächig. Ich habe keine Ahnung, wozu Airbags überhaupt gut sind. Die gehen doch immer als erstes kaputt. Okay. War ich jetzt überall, ist die Frage. Hallo? Ja, sieht ganz danach aus. Komm, wir gehen einfach nochmal hier an Anfang. Hier kann ich mir vorstellen, was man hier eventuell machen muss. Ist außer wenn ich nochmal hingehe und nochmal klopfe, aber... Guck mal. Schau mal her! Verschwinde! Und wenn ich hier auch angeln will? Erzähl kein Seemannsgarn. Du bist kein Angler. So wie du rumläufst. Außerdem fehlt dir offensichtlich das obligatorische Anglerglück. Und wenn ich dir beweise, dass ich doch ein Angler bin? Ha! Das will ich sehen. Wirst du auch. Schön! Und jetzt, kusch! Huhu! Verschwinde! Du verscheuchst die Fische. Aber... Kusch! Oh, der redet gar nicht mit mir. Ein langweiliger Typ mit einem noch langweiligeren Hobby. Was mache ich denn zuerst? Die Welt retten? Den Hirnschaden meiner Freundin reparieren? Ach nein, ich weiß. Ich schaue mir diesen Eimer an. Schön. Was mache ich denn zuerst? Ja, ja, ja. Die Welt? Ach nein, ich schau... Schön. Ach, kann man auch mal nehmen, so einen Eimer. Kann man den auch nehmen? Die will ich nicht. Das sind ziemlich mickrige Köder. Kein Vergleich zu meinem epischen Walköder aus phosphoreszierenden Sardellen. Das sind ziemlich mickrige Köder. Kein Vergleich zu meinem epischen... Ja, ist ja gut. Was war es noch gleich, was ich nicht mehr mit Gläsern voller Haken tun wollte? Ach, das fällt mir schon wieder ein. Was war es noch gleich? Ja, nein. Oh, aua. Abgebrochen. Na egal. Was war es noch gleich, was ich nicht mehr mit Gläsern voller Haken tun wollte? Ach ja, reingreifen. Okay. So, dann habe ich einen Haken. Ich hätte schon fast alle Komponenten für eine Angel zusammen. Ach so, okay. Dann brauche ich wohl erstmal irgendwie... Großes Kutter, einen Faden oder so? Was ist hier eigentlich? Ich kann nicht hier weg, nicht ohne Goal. Ja, ist gut. Der schwimmende Schwarzmarkt liegt mitten im rostroten Meer, weit weg von den Kreuzertrassen des Organon. Gut so.